Und jetzt bei Elefant, Tiger und Co. Bei den Hyänen übernimmt die Tochter das Regiment und badet Spaß im Elefantenbecken. Ashanti, Gusti, Jamal und Mosegi. Die letzten vier der einstmals stolzen Leipziger Herde. Bis zu 13 Giraffen gleichzeitig gab es noch vor einigen Jahren hier in Leipzig. Und immer wieder kam Nachwuchs. Garant für die Zuchterfolge, Max, der Stammvater. Spätestens mit seinem Tod Anfang dieses Jahres endete eine Ära. Jens hat die üppigen, wie nun auch die kargen Zeiten erlebt. Wenn es läuft, denkt man, es läuft immer so weiter. Und dann kommt der Punkt, wo es dann plötzlich nicht mehr läuft. Also wir hatten ja immer mal Unfälle bei den Jungtieren, bei den Zuchttieren, bei den Muttertieren. Und dann kam Zuchtentscheidung dazu. Also die Gusti, die man hier gerade sieht, und Ashanti, dort hinten vorm Jamal steht, sind beide aus der Zucht genommen. Und bei den beiden männlichen Tieren hat Leipzig was Neues probiert. Mehrere Bullen in einer Herde, das geht nämlich nicht. Die beiden Männer sind kastriert. Das war also ein Feldversuch unsererseits, um eine eventuelle Giraffenschlachtung aus dem Weg zu gehen. Also um zu versuchen, ob man nicht auch überzählige Bullen von einer gewissen Art halten kann. Also kastriert funktioniert das sehr gut. Die sehen top aus, passen sehr gut hierher. Ja, nur sie können nicht. Und die Damen dürfen nicht. Da wird's nichts mit Nachwuchs. Jetzt aber naht Hoffnung. Der Plan ist so, wir bekommen ein Mädchen. Hoffentlich funktioniert alles gut, lässt sich gut in die Gruppe einleben. Dann ist ein zweites Weibchen anvisiert, was noch nicht ganz in Sack und Tüten ist. Und dann natürlich, ein Jahr später, hätten wir dann schon noch Luft, brauchen wir auf jeden Fall noch einen jungen Mann. Aber erstmal das Mädchen reist bald an, aus Dänemark. Das ist immer heikel, Tiertransport sowieso. Und dann Giraffe insbesondere auf jeden Fall auch noch mal extra. Du brauchst Spezialhänger. Die Tiere müssen den Transport akzeptieren, also auf dem Hänger ruhig bleiben. Das Ausladen ist noch nicht schüchtern. Ist wie immer. Das kann super easy laufen und alles gut, aber es kann auch richtig kacke laufen. Damit es jetzt aber möglichst glatt läuft. So, ihr Dicken. Da. Kommt da raus. Müssen die hier erstmal das Feld räumen. Ashanti, vorwärts. Komm, raus mit dir. Mensch, das läuft ja heute mal wie geschmiert. Würde ich jetzt mal das Stroh bringen und dann können wir eigentlich das Lager vorbereiten, wenn Tempi soweit gekehrt hat. Tempi, du bist ja immer noch nicht weiter. Tja, alles muss bestens vorbereitet und hergerichtet sein für die neue. Lange nicht benutzt. Wird jetzt eingeweicht, der Kollege macht es dann rein. Zack. Leipzig ist bereit. Na, da kann ja das Nordlicht für dieses Afrika jetzt kommen. Hier wird. Einzige Obstwart ordentlich schwimmt. Bestechungsmaterial sortiert. Thomas und seine Kollegen wollen nämlich einen Nichtschwimmer zum Freischwimmer machen. Schon, schon, geh weg. Rani hier. So ist fein, Rani hier. Vorwärts. So ist fein. Kiran, den Kleinen. Arbeit mal hier. Ab, vorwärts. Komm mal mit. Hier, vorwärts. Gut, kannst aufmachen. Rein da bitte. Kieran, vorwärts, los. Schön an der Tante dranbleiben. Ab geht's. Hier vorwärts. Jetzt wird's spannend. Langsam, ran. Noch vor zwei Wochen hatte sich Kieran lautstark gewehrt, ins Wasser zu gehen. Ja, nimm ihn mit, feiner Rani, so ist brav. Weder die Pfleger noch seine Mutter konnten ihn überzeugen von einem erfrischenden Bad. Thomas, ich gehe los. Und jetzt? Kann losgehen.
Vorwärts. Bin dabei. Komm. Nicht vorwärts. Komm. Vorwärts. Ah, der nächste Versuch. Nicht vorwärts. Komm mit. Komm. Ja, nicht vorwärts. Ja. Vorwärts. Oh, ist fein. Wo ist denn das Kind? Ich sehe es gar nicht. Da ist es. Schon schon vorwärts. Nein, Rani, dann vorwärts. Los geht's. Abmarsch. Vorwärts. Oh, das läuft ja wie am Schnürchen. Aber dann hat er sich vielleicht doch übernommen? Der Kleine. Auf der Lagune. Die Flamingos sind in Brutstimmung gekommen. Wenn auch etwas verspätet, wie Christoph beobachtet hat. Früher ist ja hier eins von den Tragseilen gerissen. Da stand ja ziemlich lange Gerüst hier drin und wurde repariert. Das könnte ein Grund sein. Dann war es vom Wetter her zu wechselhaft. Da haben sie nie so richtig angefangen. Also es gibt, wie gesagt, so wirklich einige Gründe, wo man jetzt sagen könnte, das könnte sein. Aber ob es das tatsächlich ist, weiß man nicht. Aber nun sind hier alle voll beschäftigt. Einschließlich Christoph. Dem geht's vor allem darum, wer nistet mit wem. Und wo sind die Eier? Eins liegt ja dort gerade relativ offen. Das ist auch tatsächlich heute erst gelegt worden. Und ja, da muss man dann halt einfach gucken, wer da dazugehört. Ne? Also den einen Vogel, der direkt draufsteht, den sieht man. Aber wer ist jetzt der Partner davon? Das ist dann immer die große Frage. Und da, es könnte natürlich sein, dass der, der daneben steht, der Partner ist. Aber muss es eben auch nicht. Und das klamüstert man sich dann so zusammen. So. Peu à peu. Ja, und dazu braucht es wohl einen akkuraten und detaillierten Plan. Da sind halt alle Informationen drauf, die ich so in der letzten Zeit gesammelt habe. Also wo habe ich mal welche gesehen oder welche Kegel sind selbst gebaut, wo liegt ein Ei, wann liegt das oder seit wann liegt das dort und so. Und das sind so alles die Sachen, die ich mir hier aufschreibe. Und da gucke ich halt einfach immer mal, weil es gibt so ein paar Kegel, wo ich noch nicht beide Brutpartner habe, also wo ich quasi nur entweder das Männchen oder das Weibchen habe und dann gucke ich halt immer, ob ich den zweiten noch dazu bekomme. Und durch das Fernglas sieht man halt die Ringe und die Ringe, die haben ja Buchstaben und Zahlen drauf. Und wir haben es halt relativ einfach gehalten, dass die Weibchen einen roten Ring haben und die Männchen einen blauen Ring, was dem Klischee so völlig entspricht. Und so kann man sich da eben rantasten. Und für die freie Sicht auf die Ausweisnummern bezieht Christoph immer wieder andere Beobachtungsposten. Und wenn er Glück hat, sieht er von hier schon bald den ersten Jungvogel in diesem Jahr. Der Kegel hier vorne, der ist der interessanteste, weil da das erste Küken schlüpfen könnte, wenn das Ei befruchtet ist, wenn es liegen bleibt und alles gut geht. Generell ist sowas immer mit vielen, vielen Wenns behaftet, weil man A nicht drinsteckt und B immer unvorhergesehene Sachen passieren können. Und deswegen freut man sich immer, wenn man die Wenns dann durchstreichen kann. Nur mal schauen, was aus diesem ganzen hätte, wenn und aber am Ende schlüpft. Hier wächst wohl jemand in seine neue Rolle hinein. Hat ja auf einmal richtig Spaß beim Baden. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah. Rubbed up just like Joi, ja? Zwei Wochen später läuft's. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor. Oh, was ist denn aus dem wasserscheuen kleinen Elefanten geworden? Und jetzt hat er auch keine Angst mehr, wenn der Boden unter den Füßen weg ist. Also der schwimmt jetzt hier wie ein Weltmeister. Sieht aus wie Delfinshow manchmal, weil er die ganze Zeit immer hoch und runter. Ist natürlich praktisch, wenn die so einen Naturschnorchel dran haben. Das funktioniert ja von Anfang an. Und ganz elementare Grundbedürfnisse werden ja auch noch befriedigt. Ah, muss erst mal reinpinkeln.
Bei ihm ist jetzt Reizüberflutung, ne? Jetzt durch das Wasser animiert, fängt er jetzt an reinzupinkeln und vorne ist das Spielen angesagt. Also er kommt langsam dahinter, dass das Spaß macht. Aber jeder Spaß hat mal ein Ende. So, raus geht's. Okay, Rani, vorwärts. Schon vorwärts. Komm. 7 Monate ist er jetzt alt, der Kleine. Musste um seine Muttermilch kämpfen, hat lange nicht zugenommen, wollte nicht baden. Und jetzt? Vorwärts. Alles eitel Sonnenschein. Ja, der braucht jetzt nicht mehr wirklich die Hilfe durch den Tierpfleger. Das ist natürlich für uns auch schön, dass das jetzt so langsam in Normalität übergeht. Vorher, als er so gewichtsmäßig noch so rumgehampelt hat, da war es natürlich immer so, dass er noch ein bisschen Hilfe brauchte. Aber mittlerweile wusste ich jetzt nicht, was wir jetzt noch dazu können. Ja, aus einer zarten Pflanze wird langsam ein zäher kleiner Kerl. Auf der anderen Seite des Zoos. Oh, da gehen ja merkwürdige Dinge vor. Jörg will mit diesem schrägen Vogel die Jagdlust der Hyänen wecken. In den vergangenen Wochen hatten die ganz schön Stress untereinander. Die Sahara, also die Tochter quasi von der Dara, die ist jetzt nur, die ist schon 4 Jahre alt geworden und hat jetzt, die ist auch kräftiger und ein bisschen größer als ihre Mutter. Und die hat jetzt quasi ihre Mutter in eine rangniedrige Stellung gedrückt. Es gab da also eine Machtübernahme. Oha, da hat also die Tochter die Mutter, die man gut am abgeknickten Ohr erkennen kann, vom Thron gestürzt. Das machen die Frauen unter sich aus, bei den Hyänen. Quasi gab es so 2-3 Tage echt Rangeleien und Beißereien auch, ne, zwischen den Mädchen. Und sind auch wieder viele neue Narben entstanden. Ja, und jetzt ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Mädels kommen da gut klar. Dara fühlt sich pudelwohl als rangniedriges Weibchen. Und ich denke, das ist jetzt auch gefestigt. Frauenangelegenheiten. Im kleinen Haki ist es egal, wer hier mit wem ein Hühnchen zu rupfen hat. Hauptsache, es gibt was zum Spielen. Ja, ich habe heute mal einen großen Piepmatz gebaut. Was natürlich interessant ist, also der ist, das ist quasi ein Korb. Der ist quasi gefüllt, nur da sind ein paar Leckereien drin. Der Ball, der als Kopf dort dran ist, der war also vorher auch bei Löwen drin gewesen, ein paar Wochen. Da hängt natürlich auch, den habe ich schon nicht abgewaschen. Ich dachte, lässt er einfach dran, den Löwengeruch auch. Und das animiert die dann auch letztendlich. Also ist ja auch aufregend. Ja. Da schauen wir mal, gucken wir mal. Das wird, es geht los. Meine Mäuse. Und schwuppidiwupp sind sie draußen. Ja, und da sitzt so ein komischer Kauz. Und bei den Giraffen, da bahnt sich jetzt Großes an. Der Umzugswagen rollt an. Da ist er. 800 Kilometer von Aalborg nach Leipzig. Sieht gut aus. Ja, und jetzt nur noch diese enge Gasse. Radarkonform. Sehr gut. Profi. Der kann fahren, der Junge. Kann er. Ich weiß, von was ich rede. So, dann müssen wir mal gucken, was wir hier für ein Überraschungspaket haben. So, Hosen runter, wir wollen es sehen. Ich bin dabei. Auf jeden Fall bewegt sich was, wa? Das ist schon was wert. Karl Heuer, der Transporteur, hat er auf der Fahrt Gelegenheit, die neue schon mal näher kennenzulernen. Da bekommt er eine ganz coole Socke. Die ganze Fahrt nur aus dem Fenster rausgeguckt, was draußen los ist. Naja, so eine Chance kriegst du so schnell nicht wieder. Ich habe schon viele Giraffen transportiert, auch sehr weite Transporte bis in die Türkei und Ukraine und so. Aber sie war wirklich von Anfang an total ausgeglichen. Manchmal kriegen die ja so eine Langzeitsedierung, dass sie so ein bisschen ruhiger sind. Das hat sie überhaupt nicht bekommen. Und war auch bis gestern Mittag noch
mit ihrer Familie zusammen und trotzdem hat sie das wirklich gut weggesteckt, den Transport, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Die Spannung steigt. Alle wollen sie jetzt sehen. Die coole Socke. Hey! Ach, ne Mäuschen. Hey, du bist ja größer als ich dachte. Hübsch. Ohren sind dran, die Hörner sind gerade, Augenwimpern sind perfekt. Super. Ja, jetzt muss sie sich nur noch in ganzer Schönheit zeigen. Bei den Flamingos, da hat sich in den vergangenen Stunden auch was Schönes ereignet. Es ist was passiert, ja. Wir haben endlich die erhofften Küken. Das ist schon mal sehr erfreulich. Aber das muss man sich näher angucken. Da bin ich sehr dafür, da näher ranzugehen, um das richtig genießen zu können. Ja, und da wird schnell klar. Hier wird nicht nach Plan geschlüpft. Na, ich dachte eigentlich, Kegel 25 schlüpft zuerst. Aber letztendlich ist es Kegel 24 gewesen, wo man das Küken zuerst gesehen hat. Und später war dann auch 25 soweit, dass sie geschlüpft sind. Aber von den Daten, die ich aufgeschrieben habe, wo ich die Eier gesehen habe, hätte es theoretisch umgedreht sein müssen. Aber man steckt da eben nicht drin, zum Glück. Dass sie geschlüpft sind, ist mir eigentlich wichtiger, als wann sie schlüpfen. Und insofern sind wir zeitlich gesehen immer noch im Soll und freuen uns, dass wir jetzt zwei Küken momentan haben. Also das ist schon eine schöne Sache. Und noch eine schöne Sache, über die sich Christoph jetzt auch freut. Bei beiden Küken ist die Elternschaft geklärt. Die ersten Eltern sind Blau C3R und Rot C8F. Kennt man ja, ne? Und ihre direkten Nachbarn sind dann Blau C7B und Rot C7F. Ah ja. Hauptsache Christoph blickt durch hier. Die sieht man von hier ganz schlecht. Also insofern marschieren wir einfach mal rum. Immer in Bewegung, so ein Vogelpfleger. Furchtbar. Doch der Weg, der lohnt sich. Es gibt ja immer Leute, die sagen, dass kleine Vögel nicht so wirklich schön sein können und vergessen dabei meistens einen Flamingo. Weil kleiner Flamingo ist wirklich was absolut Hübsches. Also da ist wirklich, es ist flauschig, es ist Kindchenschema, Knopfaugen. Also das ist schon wirklich was Hübsches. Und wenn der Altvogel sitzt und der Jungvogel so aus der Flügelbeuge rausguckt, das liebe ich. Das ist wirklich eines der schönsten Bilder, die der Flamingo zu bieten hat. Ja, und behütet lässt es sich so gut groß und stark werden. Bei den Hyänen ist Mutter Dara, die alte Chefin, die mutigste. Doch die neuen Machtverhältnisse sind klar. Dara muss weichen. Das Suppenhuhn nimmt sich jetzt Zahara zur Brust. Also es bedeutet, sie kann ans Futter ran, sie kann der Mutter das Futter wegnehmen. Na, ja, in der Regel äußert sich das dann so, jetzt wenn das eh mal geklärt ist, läuft das wunderbar. Da gibt es jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendwelche Streitigkeiten und so. Das ist nur, wenn du siehst dann bei der Begrüßung recht gut. Die Zahara, die steht dann da, hat einen Schwanz nach oben. Und der Dara, die kommt und schnuppert an ihren Genitalien dann und tut sich eben unterwürfig zeigen. Ja. Und der kleine Haki hat mit seinen 5 Monaten eigentlich noch Welpenschutz. Immerhin lässt er keine Federn. Er nimmt sich eine. Na, der Haki, der hat jetzt eine große Beute gemacht, seine erste große Feder. So hat ja jeder was zu tun. Nur eine, die hat es nachsehen. Jetzt hat er den Baldert. Ganz schön kühn. Das riecht natürlich noch mal jetzt nach einem Löwe und das ist natürlich auch gefährlich. Ne? Ja,
Schließlich sitzt er auf der Anlage nebenan. Jetzt ruft der Löwe, hä? Oh, Scheiße. Riecht noch Löwe und ruft dann? Das kann enge werden, Freunde. Also, ich traue sich da noch nicht so. Na ja, doch, jetzt geht's los. Ach, es wird sich gewälzt, weil es nach Löwe riecht. Wow, bist du stark, hä? Sahara macht das ganz ohne Kraft. Mit Köpfchen. Guck mal, wie clever die sind, hä? Zack. Heute war keine Wäsche drin, hä? Heute war Fleisch drin. Lecker, hä? Das schmeckt. Ja, als die neue Chefin kann sie den anderen ordentlich was vorkauen. Und die gestürzte Dara, die muss zuschauen. Die junge Dänin, gerade angereist und schon neugierig auf ihre neue Welt. Die wird gleich runterlatschen. Immer geht zu, mein Mäuschen. Die Ruhe, bitte. Geh, Mäuschen, geh. Das ist nicht cool genug. Doch, sie guckt schon. Ich muss erst mal die Lara sondieren. Normalerweise reicht es, wenn ich huste. Hey, super. Hat's gereicht, ja. Hä? Passt. Der Tempi hustet, da rennt jede Giraffe weg. Na Maus, herzlich willkommen in Leipzig. Hm? Hier fällt gerade ein Stein vom Herzen. Das ging ja besser als erwartet. So leicht stellt man sich das nie vor. Die ist super ruhig. Guckt alles, wie sich's hier hört. Wir machen erst mal zu hier. Sipive, so heißt sie, hat es Jens angetan. Also für 2 Jahre, das ist wirklich, so haben wir es, so stellt man sich's vor, eine sehr schöne, junge, weibliche Giraffe. Und sehr ruhig, das ist schön, macht ja keinen auf Panik, auf Hektik. Beste Voraussetzungen also, um in eine rosige Zukunft zu schauen. Es ist wirklich schön, dass wir wieder hier, dass es wieder weitergeht. Also wir haben eine ganz schöne Durststrecke durch bei den Giraffen. Und das ist unsere neue Zuchthoffnung. Sie darf also auch züchten, wenn es soweit ist. Also sie hat dann noch ein gutes Jahr Zeit. Und natürlich brauchen wir einen Max-Nachfolger. Und dann hoffen wir mal wieder auf kleine Giraffen hier. Hallöchen. Na, ihr Nasen. Geht los. Na, Mädels, müsst ihr auch mal klotzen? Eine neugierige Bande, die 5-Kronen-Markis. Kerstin Tischmeier, mehrmals am Tag bringt sie der Familie kleine Häppchen vorbei. Immer ein bisschen was anderes. Das waren jetzt Rosenblüten und Hibiskusblüten. Die Markis mögen die eigentlich sehr gern. Genau, du weißt, was noch kommt. Und am allerliebsten mögen sie Heuschrecken. Ein gesunder Snack. Fangen wir erstmal bei ihr an. Viel Eiweiß. Und das ist die Chloe, die jüngste im Bunde. Gerade 3 Monate alt geworden, die kleine Chloe. Und damit aus dem Gröbsten raus. Das Mini-Marki entdeckt die Welt und seine ganz eigenen Essensvorlieben. Was Chloe besonders gern verputzt, das verraten wir in der nächsten Folge. Außerdem, Jörg Gräser, der kümmert sich in diesen Tagen um mehr als nur um Löwe, Hyäne und Co. Das und mehr, natürlich wie immer bei Elefant, Tiger und Co.